Okay. Leute. Ja. Okay. Ja. Vielen Dank für den freundlichen Applaus. Herzlich willkommen zur Bundespressekonferenz. Gleich in medias res. Das ist das Klimapaket der Bundesregierung. Mich kennen Sie ja schon. Ich bin der Robert. Und jetzt, danke. Leute, wir haben nicht so viel Zeit. Jetzt freue ich mich auf eure Fragen, obwohl man das meinem Gesicht nicht ansieht. Ja gut, vielleicht Sie hier vorne. Ja, Herr Habeck, mich würde interessieren, dürfte ich vielleicht? Das wäre wirklich dringend. Nein, Herr Kollege, ich möchte es. Herr Habeck, wie sieht das... Meine erste Frage betrifft das Restbudget. Sollte die Erderwärmung wirklich auf 1,5 Grad begrenzt werden, bedeutet das, dass maximal rund 300 Milliarden Tonnen CO2 ausgestoßen werden dürfen. Das bedeutet für Deutschland ein Restbudget von 3 Milliarden Tonnen. Tja, gut, haben Sie erstmal vielen Dank für die Frage. Das war keine Frage, sondern eine Tatsache. Gut, bevor Sie Ihre Frage vielleicht stellen, möchte ich vielleicht beantworten. Ja klar, bekenne ich mich zu den Klimazielen und dem CO2-Restbudget, wie es sich aus unserem Emissionspfad ergibt. Ich habe das mal ausgedruckt auf einer Chart hier, wie ich das gerne mache. Hier sehen wir, wie wir also das CO2, den Ausstoß quasi bis 2045 linear absenken wollen. Ja, aber hier sehen Sie, was passiert, wenn Sie den Ausstoß ab heute tatsächlich linear senken. Das bedeutet nämlich, dass Ihr Restbudget von 3 Milliarden Tonnen bereits 2030 aufgebraucht ist. Ja, gut. Das Klima ist auch kein Ponyhof. Ich gebe Ihnen da recht, wir haben das einfach andersrum, sind wir da angegangen. Wir haben uns gefragt, wie lange wollen wir uns Zeit lassen mit der Klimaneutralität bis 2045. Und dann haben wir uns das Restbudget gebacken, das wir brauchen. Aber wenn Sie 2045 klimaneutral sein wollen, bedeutet das, dass Sie bis dahin zwangsläufig 7 Milliarden Tonnen CO2 ausstoßen und nicht 3. Oder um es in ein Bild für Sie zu packen, Sie haben 5 Liter im Tank und das reicht noch 50 Kilometer. Ja gut, aber ich will ja 100 Kilometer fahren. Und da muss ich ja 10 Liter tanken, weil sonst komme ich ja nicht an, sondern bleib irgendwo liegen. Und dann ist das auf dem Land und das gehört auch zur Wahrheit dazu. Dann gibt es ja wenig öffentlichen Nahverkehr und dann komme ich da nicht weiter und stehe dann meinetwegen mitten in der Natur, was ja auch ganz schön sein kann, wenn die Sonne scheint. Spock an Enterprise, scannen Sie meinen Universaltranslator. Er ist in der Lage, sämtliche Sprachen der Galaxis zu übersetzen, aber das macht einfach keinen Sinn. Keiner kommuniziert wie er. Haben Sie denn überhaupt verstanden, was er gesagt hat? Nein, aber wie er das ausdrückt. Um das auch noch mal ganz klar auszudrücken, hier sieht man, wie wir vorhaben, also quasi Solar hochlaufen zu lassen. Hochlaufen? Heißt das, Sie wollen öfter an die Sonne? Ist das das, was Sie sagen wollen? Ja gut, im Prinzip weiß ich das nicht. Aber das zeigt, glaube ich, sehr schön, dass auch Politiker nur Menschen sind, die nicht auf alle Antworten eine Frage haben. Toll. Toll, wir sind ja alle nur Menschen. Nein. Also laut Ihrer Grafik wollen Sie den Ausbau der Photovoltaik vervierfachen, ist es richtig? Ja, das stimmt, aber das habe ich so nicht gesagt. So bescheiden, dabei will er vervierfachen. Aber scheint das nicht nur deshalb tatkräftig, weil die Vorgängerregierung untätig war? Ja, gut, das kann man so nicht sagen. Die war sehr tätig. Sie hat zum Beispiel so eine Art Ausschreibepflicht eingeführt. Und hier zeige ich Ihnen mal ganz schnell, wie sich das auf Solar und Wind auch ausgewirkt hat, diese Pflicht. Also hier sieht man vielleicht, also das danach, also im Grunde ist das ja abgesoffen. Dann werden Sie das Verfahren jetzt abschaffen. Lassen Sie mich das vielleicht so ausdrücken. Nö. Aber Ausschreibungen sind sehr komplex und kosten Zeit. Und Sie brauchen doch jetzt eine Beschleunigung. Ja, das ist natürlich völlig richtig. Was ich so an ihm schätze, ist seine Ehrlichkeit. Ja.
Also ich bin ehrlich zu Ihnen und machtlos. Sehen Sie, das mit den Ausschreibungen, da kann ich nichts für. Schuld ist die EU. Ich versuche Ihnen das zu erklären, dass Sie das auch verstehen. Also die EU hat das nicht so gerne, wenn man zum Beispiel als Staat eine unerlaubte Beihilfe bezahlt, wie zum Beispiel jetzt die EEG-Umlage. Hä? Aber der EuGH, der Europäische Gerichtshof, hat doch 2019 gesagt, dass die EEG-Umlage keine Beihilfe ist. Na gut, aber wir schaffen ja die EEG-Umlage ab und machen sie quasi zur Beihilfe. Und das führt dann zu einer Beschleunigung des Ausbaus? Das führt zunächst mal zu einer Beihilfeprüfung der EU. Aber die Beihilfeprüfung führt doch zu der Verzögerung. Das ist vollkommen korrekt. Aber Sie müssen doch das Tempo erhöhen. Sehen Sie, hier zeige ich Ihnen den Stand des Ausbaus der erneuerbaren Energien im Moment. Jetzt zeige ich Ihnen den geplanten Ausbau, der von Ihnen kommen wird. Und hier sehen Sie den Ausbau, der nötig wäre, um die Klimaziele einzuhalten. Wie wollen Sie das schaffen, Herr Robert? Ja gut, Mathematik. Sie müssen den künftigen Strombedarf natürlich schon so berechnen, dass Sie damit hinkommen. Und wir von der Bundesregierung rechnen zum Beispiel den Strombedarf so, also dass es ein Drittel ist von dem, was alle anderen sagen, dass wir brauchen. Das heißt, es wird also eine Stromlücke geben, die durch Strom aus dem Ausland gefüllt wird, weil Sie sich weigern, die erneuerbaren Energien im Inland hochlaufen zu lassen. Also ich achte wirklich jeden, der hoch hinaus will, aber ich möchte an dieser Stelle auch warnen, dass wir zu sehr abheben. Sehen Sie, die Sonne mag fast endlos scheinen, aber wir sind dann doch endliche Wesen und da mag ich mich selbst auch gar nicht ausnehmen. Und da müssen wir dann gucken, dass wir am Ende nicht enden wie Ikarus, der Sonne ja zu nahe kam, oder beim Wind. Wir wissen alle, wie das ausging mit dem Gedicht mit dem fliegenden Robert. Das ist doch keine Politik, das ist Poesie. Ja. Wann hat ein Politiker das letzte Mal Ikarus zitiert? Warum sollte er? Hören Sie, Sie hätten die Chance, bis 2030 klimaneutral zu sein, mit alternativen Energien aus dem Inland. Das sagt eine aktuelle Studie der Energy Watch Group. Genau. Wo sind die Solarpanels auf den Dächern? Das ist eine hervorragende Frage, die stelle ich mir auch die ganze Zeit. Robert, aber Sie wollen doch Solarpanels für jedes Dach zur Pflicht machen. Ach ja, richtig, auf neuen Dächern, jawohl. Aber nur ein 0,5% aller Wohngebäude ist neu. Stimmt das, Robert? Ja, also Solarpflicht gilt eben nicht für alle neuen Wohngebäude, sondern eben für, also im Prinzip nur für die neuen Gewerbegebäude. Aber das ist noch weniger. Robert sagt, dass das nicht wahr ist. Ja, super. Und was ist mit den Ölheizungen? Fliegen die zumindest jetzt raus, wie in Dänemark? Ja, definitiv. Also wenn Sie mit jetzt 2024 meinen und mit rausfliegen meinen, dass die schon installierten Ölheizungen quasi unbegrenzt weiter benutzt werden können. Okay. Das heißt, ich kann jetzt schreiben. Das heißt, ab 2024 dürfen keine neuen Ölheizungen mehr eingebaut werden? Doch. Wenn Sie sie mit Solarenergie kombinieren, also soweit Ihnen das möglich ist. Ja, super. Und beim Windkraftausbau geht's auch nicht voran. Exakt, da haben Sie vollkommen recht, mir das vorzuwerfen. Vor allem das grün regierte Baden-Württemberg ist Schlusslicht. Aber das muss ich sagen, das gehört auch zur Wahrheit dazu. Winfried Kretschmann hat es damit sehr, sehr mächtigen Gegnern zu tun. Sie meinen die Ölindustrie? Also im Prinzip noch brutaler, also die Denkmal- und Naturschutzbehörden. Aber ist der Ministerpräsident nicht deren Vorgesetzter? In der Tat, aber das scheint die Beamten nicht zu interessieren. Sehen Sie, bis zu 7 Jahre scheint das inzwischen zu dauern, so einen Windpark genehmigt zu bekommen. Also man kann im Prinzip sagen, so ein Windrad, das ist schon Schrott, bevor es genehmigt worden ist. Und mich erregt das sehr. Da gibt es einige Beispiele, wo ich sagen kann, was ist denn da los, Kinder? Also hier, das ist zum Beispiel am Seibles-Eckle oder wie Sie das nennen, hier an der Hornisgrinde, vielleicht kennen Sie das nicht, aber zum Beispiel wurden da Windräder nicht genehmigt. Und jetzt zitiere ich mal die Behörden, weil diese Windräder in einer unberührten Landschaft ohne optische Vorbelastung einen Fremdkörper
darstellen würden. So, und jetzt gucken wir uns alle mal gemeinsam diese unbelastete Landschaft an. Gucken Sie hier das Steinbruch. Hier ist ein 200 Meter hoher Sendemast daneben. Nicht der, und der Sendemast laut Behörde aber kein Problem, weil so wörtlich der sich ja nicht dreht. Und da gibt es noch mehr. Ich weiß jetzt nicht, warum Sie da klatschen. Also in Freiburg, da darf kein Windrad gebaut werden, weil es angeblich mit diesem Kulturdenkmal hier in, am Nachbarhügel konkurriert. Also ich erkenne da gar nichts. Ja, wie sollten Sie auch, weil die Kettenscherben, um die es hier geht, die müssen Sie auch hier unter der Erde. Aber die Windkraft hat doch jetzt dank dir, Robert, absoluten Vorrang. So, da sagte der tolle Robert jetzt mal Pustekuchen, so. Ja, ich bin völlig zum Teil machtlos hier mit zum Beispiel Vögel, der Rotmilan. Da gibt es schon wieder zwei neue Untersuchungen, die sagen, Rotmilan, der wird von den Windkrafträdern überhaupt nicht beeinträchtigt. Und was steht in meinem neuen Gesetzentwurf, steht da wieder drin? Der Rotmilan, nicht, wenn der nistet, dann gibt es kein Windrad. Also Sie kennen mich, ich bin vermutlich der größte Schweinswal der Bundesregierung. Aber da muss auch ich sagen, scheiß Umweltschutz. Robert, deine Metaphern! So, da scheißt der Robert jetzt mal auf seine Metaphern. Ich habe nämlich genug. Ja, da wird hier am Schwarzwald ein Windkraftrad nicht genehmigt. Ja, warum? Das können Sie genauso schreiben. Die sagen, weil da wurde gefunden so ein Häufchen Auerhahn-Scheiße. So, und ich lasse mich jetzt nicht mehr verkackeiern vom Umweltschutz. Ich gehe jetzt und ich baue jetzt einen Haufen LNG-Terminals auf. Tschüss. Herr Verbeiger, wir haben was vergessen. Was denn? Na, das Abo und die Glocke. Was? Dann war das hier alles ganz umsonst? Ich fürchte ja. Aber vielleicht wissen unsere Zuschauer ja auch selbst, wo sie abonnieren können. Mann, dass sie jetzt noch zwei weitere Videos gucken können. Stimmt. Ja. Unsere Zuschauer sind ja sehr klug.